Mittlerweile hat doch jeder jemanden im Bekanntenkreis, der sich in den letzten 3 Jahren einen Camper gekauft hat. Vielleicht gehörst du auch selbst dazu. Allein im letzten Jahr wurden 107.000 Camper neu zugelassen. So viele wie noch nie in einem Jahr in Deutschland, um genau zu sein, 33% mehr als noch im Vorjahr. Nicht erfasst werden in der Statistik die selbst ausgebauten Transporter und Bullis, die kommen da noch on top. Eine Trendbewegung sagt viel über die aktuelle Gesellschaft aus. Im heutigen Video möchte ich erklären, wie es zum Vanlife-Trend kam, was ich an Hashtag Vanlife kritisiere und wie ich die Zukunft von Vanlife bewerte. Wir beginnen ganz am Anfang. Erstmal, das Reisen im Auto ist jetzt nichts Neues. Seit es Autos gibt, sind Leute schon in Autos gereist. Wenn ich in diesem Video jetzt von Vanlife-Trend rede, dann rede ich wirklich von der aktuellen Trendbewegung und eben auch dem gleichnamigen Instagram-Hashtag und der kompletten Online-Blase, die da dazugehört. Das erste Mal verwendet wurde der Hashtag Vanlife von Foster Huntington. Der ist 2011 mit einem VW-Bus durch Amerika gereist und hat quasi da dem Trend einen Namen gegeben und eben auch den Hashtag verpasst. Und seitdem, also knapp über 10 Jahre später, hat der Hashtag Vanlife fast 14 Millionen Beiträge auf Instagram. Aber warum ist das so passiert? Warum ist Vanlife so erfolgreich? Gehen wir einen Schritt zurück. Bevor Vanlife das Ding wurde, gab es in Amerika die Van-Dwelling-Bewegung. Da zogen Leute aus finanziellen Gründen in einen Van. Van-Dwelling wurde ein Symbol für Freiheit trotz eines kleinen Geldbeutels. Sprich, man machte eben das Beste aus seiner Altersarmut. Es waren auch meistens eher ältere Leute, die das gemacht haben. Und es gibt dazu auch ein super Buch. Vielleicht hast du den Film Nomadland gesehen. Dieselbe Autorin hat da ein sehr ausführliches Buch geschrieben, Nomaden der Arbeit. Und das ist auch nochmal wirklich anders als der Film und wirklich eine absolute Empfehlung, wer sich dafür interessiert. Im Buch kommt auch Bob Wells vor. Vielleicht sagt dir der Name was. Der ist mittlerweile auf YouTube ein ziemlich großer Creator geworden. Und der ist damals auch aus finanziellen Gründen in seinen Van gezogen. Und der hat auf seinem Blog Cheap RV Living anderen Leuten gezeigt, wie sie denn auch im Van überleben können. Und das ist was ganz Wichtiges zu verstehen. Das Van-Dwelling bedeutet Überleben im Van, ist auch hier der Untertitel. Überleben in den USA im 21. Jahrhundert. Während man im Vanlife eher, naja, organisatorische Tipps findet auf europäischen Plattformen, Dekoartikel und so weiter, ist wirklich auch das, wofür Bob Wells steht, ein Überleben. Das sind wirklich Leute, die am Existenzminimum sind und eben im Van wohnen. Und das ist eben Van-Dwelling. Das kurz als Vorgeschichte, weil ich das sehr, sehr wichtig finde, über dieses Phänomen auch Bescheid zu wissen. Da kommt später auch noch was dazu. Nun zu meinen 5 Gründen, warum ich denke, dass Vanlife heute so erfolgreich geworden ist. Ich beziehe mich da auf die westliche Gesellschaft, insbesondere Deutschland, weil ich mich da natürlich am besten auskenne. Mittlerweile ist Vanlife aber auf der ganzen Welt angekommen und die Gründe werden dafür überall ähnlich sein. Das Auto ist seit seiner Erfindung ein absolutes Status- und Freiheitssymbol. Daran hat sich auch nicht sehr viel geändert. Ich war in Berlin in der Volkswagen Group Ausstellung und da konnte man sich auch die ersten Werbespots der VW-Bullis anschauen. Und wenn man das mit den aktuellen Werbespots von VW vergleicht, hat sich da nicht viel verändert. Es geht um Familie, es geht um gemeinsame Reisen, um Roadtrips und Urlaub. Und das sind einfach alles Werte, die wir mit VW, mit Bullis und mit dem Reisen im Auto verbinden. Der ehemalige Präsident George W. Bush hat mal gesagt, was ich für die öffentlichen Verkehrsmittel tun werde, ich werde die Wirtschaft so stark machen, dass jeder von ihnen eine Arbeit finden kann, die gut genug ist, um sich ein Auto zu leisten. Zugegeben, das ist schon ein bisschen länger her, aber ich glaube im Allgemeinen hat sich der Bezug zum Auto nicht wirklich geändert. Das Auto ist eben für viele immer noch ein absolutes Statussymbol. Das merkt man eben auch am Wettrüsten der Camper untereinander. Wir haben hier einen kleinen Schnorchel verbaut, hat aber natürlich keine richtige Funktion. Das Bild ändert sich ein klein bisschen, weil die jüngeren Generationen die Autoindustrie durch die Klimakrise gar nicht mehr so toll finden. Aber wie ich die Zukunft von Vanlife bewerte, dazu ja am Ende noch mehr. Unter Individualisierung wird der Prozess der Ablösung der typisch industriegesellschaftlichen Lebensformen durch die postindustriellen Werte der Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung infolge eines verbesserten Lebensstandards verstanden. Das klingt kompliziert. Danke an die Fakultät Soziologie der Uni Linz für diese wunderbare Definition zum Thema Individualisierung. Um das mal ein bisschen einfacher zu erklären, Individualisierung findet aktuell in allen unserer Lebensbereichen statt. Schauen wir mal ganz pragmatisch auf den Arbeitsbereich. Früher, sage ich jetzt mal, war es üblich, dass jede Angestellte kam zur selben Zeit auf die Arbeit, hatte eine vorgegebene Anzahl an Stunden, hat die abgearbeitet und ist wieder
gegangen. So. Und man musste im System funktionieren und es gab eben geregelte Abläufe und so weiter. Wir kennen das Spiel. Unternehmen haben sich aber mittlerweile dahingehend wirklich geöffnet. Man hat eben gemerkt, hey, jeder Mensch ist individuell und manche Leute arbeiten eben ganz früh am Tag am produktivsten und andere ein bisschen später. Und es gibt halt flexible Arbeitszeiten zum Beispiel oder auch das Angebot für Homeoffice, wenn man sich im Homeoffice einfach wohler fühlt. Weiter fortführen kann man das auch im Bereich des Reisens. Früher war Pauschalurlaub total das Ding. Mittlerweile geht die Tendenz immer mehr in Richtung der Individualreisen. Das sehen wir zum Beispiel am Boom der Plattform Airbnb. Aber auch auf den eigenen vier Rädern reist es sich eben besonders individuell. Wenn man jetzt auch noch sein Reisemobil selber ausbaut und über den Grundriss und die Möbel bis hin zur Deko alles selber aussuchen und bestimmen kann, findet hier natürlich die Individualität ihren Höhepunkt. Und das wollen wir doch heutzutage alle. Wir wollen doch unglaublich individuell sein. Deswegen haben wir auch alle diese total individuellen Makramee-Vorhänge in unseren Autos und Vans, ich übrigens auch, die jeder hat. Das böse C, das Reisen erstmal auf den ersten Blick eher einschränkte, hat Vanlife einen riesen Erfolgsstoß gegeben. Ich werde jetzt das böse C sagen, weil wenn ich es ausspreche, dann kommen hier so Infofelder zu dem Thema und eigentlich geht es in dem Video heute nicht um das böse C, deswegen werde ich das jetzt vermeiden, das auszusprechen. Hotelurlaub war lange nicht möglich und dazu auch noch total unflexibel. Man hatte eben eine Menge Regularien, die sich auch ständig änderten. Deswegen war eine Reise im Wohnmobil eben auch total flexibel und lange Zeit auch das Einzige, was einfach möglich war. Ich selber war im Sommer 2020, bin ich ja einmal um die Ostsee gefahren und habe 6 Ländergrenzen passiert. Das wäre mit keiner anderen Reiseform zu dem Zeitpunkt so möglich gewesen, weil dadurch, dass ich auf Hotels verzichtet habe und nur in meinem Wohnmobil war, musste ich mich halt eigentlich nirgendwo ausweisen. Und andersrum wäre das ein riesiger organisatorischer Aufwand gewesen, auf den ich absolut keine Lust gehabt hätte. Und so ging es eben auch vielen anderen. Und deswegen waren auch viele in Wohnmobilen unterwegs. Auch eben, weil das Infektionsrisiko natürlich total gering ist, weil man ja nur in seinem eigenen Raum ist. Man hat ja sogar sein eigenes Bett dabei. Und auch jetzt, wo das böse C nicht mehr ganz so Thema ist, bleibt das aber trotzdem noch aktuell, dieser Wunsch nach dem Vanlife, weil gerade, wo die Leute jetzt so lange irgendwie auch die Füße stillgehalten haben, was das Thema große Reisen angeht, haben sie noch mal mehr einen größeren Abenteuergeist und wollen raus. Und gerade da ist natürlich Vanlife auch das Richtige. Auch auf den sozialen Medien kommt Vanlife super gut an. Ich habe mich während meiner Recherche immer so ein bisschen gefragt, was zuerst da war, das Huhn oder das Ei? War es zuerst online so präsent oder erst offline? Im Allgemeinen kann man sagen, dass es sich gegenseitig bedingt. Es sind einfach immer mehr Leute campen gegangen. Dann haben das immer mehr Leute einfach auch gepostet. Und daraufhin haben sich immer mehr Leute auch inspirieren lassen von dem, was sie online gesehen haben. Und so eben entsteht so ein Kreislauf von einer immer größer werdenden Vanlife-Blase im Internet. Typische Bestandteile einer Vanlife-Darstellung auf den sozialen Medien ist zum Beispiel Sonnenauf- oder Untergang, Lagerfeuer, Campingstühle, ein gedeckter Tisch. Also sprich alles, was wir mit Urlaub und Freiheit und Reisen verbinden. Kein Wunder, denn wer mit dem Camper unterwegs ist, macht wahrscheinlich gerade einen Kurztrip, Urlaub oder sogar eine längere Reise. Und natürlich möchte man den Daheimgebliebenen zeigen, wie toll man es gerade hat. Aber nicht nur Privatpersonen posten ihre Reiseeindrücke, sondern eben auch Vanlife-InfluencerInnen, die eben mit Firmen kooperieren und mit ihrem Lebensstil sogar Geld verdienen. Und die bewerben die Produkte über das beliebte Vanlife-Image. Deswegen ist es total logisch, dass es bei denen immer besonders schön und toll dargestellt wird. Vanlife ist das Ding der Stunde, der gesellschaftliche Megatrend, die soziale Bewegung. Es ist die hohe Kunst des Minimalismus, die schiere Freude am einfachen Leben und die unbändige Lust auf Abenteuer. Und ja, Vanlife ist auch ein effektvoller Hashtag in sozialen Medien. Hippe, junge, wunderschöne Menschen trinken vor bunten Bussen köstlichen Kaffee. Fairtrade? Na klar doch. Ich zitiere aus dem Buch How to Hashtag Vanlife, was ich auf einer satirischen Art und Weise wirklich einfach großartig finde. Ich habe auch das Gefühl, dass es leider von manchen Leuten ziemlich ernst genommen wird. In dem Buch wird ganz gut beschrieben, dass Vanlife eben auch bedeutet, dass das Auto dich besitzt und nicht du besitzt ein Auto. Das Auto bekommt einen Namen und es wird schön individuell hergerichtet. Und ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Mein Auto heißt Leni. Und es ist total bunt und sieht im Endeffekt genauso aus, wie ich gerne wahrgenommen werden würde. Bunt, vielseitig und interessant. Das heißt, mein Auto ist eigentlich eine Personifikation von mir. Und das habe ich leider auch schon oft gesehen, dass man einfach Leute trifft, die aussehen wie ihr Auto. Oder umgekehrt. Und das ist eigentlich gruselig. Klassischerweise haben Vanlife-InfluencerInnen gerade ihre Wohnung aufgegeben und den sicheren Job gekündigt und wagen jetzt mit dem Vollzeit-Vanlife den Schritt aus der Komfortzone. Schwierigkeiten gibt es dabei
offensichtlich wenige und Geld wächst ja anscheinend bekanntlich auch auf Bäumen. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, Hashtag Vanlife wird von denen betrieben, die sich's leisten können. Ich selbst habe mir mein Wohnmobil mit 21 Jahren für 6.000 Euro gekauft. Nicht jeder hat mit 21 Jahren 6.000 Euro übrig. Ich habe mein Wohnmobil komplett selber bezahlt, jeden Cent und auch hart dafür gearbeitet. Aber trotzdem habe ich eben ein soziales, sicheres Umfeld im Hintergrund gehabt. Das heißt, ich wusste, wenn alle Stricke reißen, dann habe ich eine Familie hinter mir, die mir im Notfall auch helfen könnte. Und so ist es dann leider auch im Prinzip ein bisschen passiert. Ich hatte ja kurz nach dem Kauf einen Motortotalschaden und da sind eben meine Großeltern, Leni und Paul, für mich eingesprungen, damit ich meinen Traum weiter verfolgen konnte. Und ich glaube, so eine Sicherheit hat eben nicht jeder im Rücken und deswegen können viele diesen Schritt vielleicht so gar nicht gehen. Wenn wir uns VanlifeinfluencerInnen mal genauer anschauen, dann merken wir eins, die sind jung, studiert und die haben auch Erfahrung, zum Beispiel im Online-Marketing oder auch in der Foto- und Videografie. Nehmen wir mal Jessie und Markus als Beispiel, die waren ja davor Hochzeitsfotografen und bei denen merkt man einfach, dass die total viel Erfahrung mitbringen. Die wissen, wie man sich vor und hinter der Kamera verhält und können das auch vermarkten. Oder Marcella von Passport Diaries, die ist Innenarchitektin und Model gewesen. Das merkt man zum einen an der Qualität der Busausbauten, aber auch am Online-Auftritt. Der ist einfach total professionell und schön. Es gibt natürlich auch Leute, die online erfolgreich werden ohne Vorerfahrung. Nehmen wir zum Beispiel Bob Wels, der hatte keine Vorerfahrung. Aber ihm hat es auch ziemlich lange gedauert, bis er sich davon finanzieren konnte. Ich glaube einfach, dass es extrem in die Karten spielt, wenn man da schon ein bisschen Ahnung hat. Und es haben einfach sehr viel mehr Leute Ahnung. Und man sieht eben genau, wer schon vorher in einem Bereich irgendwie tätig war. Als Zuschauerin sieht es oft so aus, als ob jetzt irgendwie so random Leute auf einmal bekannt werden auf den sozialen Medien. Aber das ist einfach nicht so. Die Beiträge müssen eine gewisse Qualität haben, aber man braucht eben auch passend dazu die richtige Marketingstrategie. Wenn wir jetzt aber mal rausgehen aus dem Internet und rein in die Offline-Welt, finden wir dann eine komplette Diversität bei den Reisenden, die wir im Internet so nicht finden, weil eben viele Leute diese Reichweite natürlich nicht haben, weil sie nicht die Vorerfahrung haben und eben auch die Sichtbarkeit dadurch nicht haben. Ich persönlich hatte bei meiner Reise, bevor ich losgefahren bin, oft das Gefühl, wenn ich so auf Instagram war, oh ja, Vanlife, das machen ja junge Leute und so und ich werde ganz viele junge Leute treffen, die auch studieren und so, alles so in meinem Alter und dann fährt man weg und geht raus und merkt, nein, das ist unglaublich vielschichtig und diese Diversität überträgt sich in ihrer Sichtbarkeit nicht in die sozialen Medien und deswegen ist es super, dass es entsprechende Kanäle gibt, die eben Leuten eine Reichweite geben, die selber keine haben, wie zum Beispiel Peace Love Om, die macht ja viele Reportagen oder auch der Vanvagabund. Zurück zu den InfluencerInnen. Die verdienen ihr Geld meistens mit Affiliate-Marketing. Das heißt, sie bewerben Produkte, dann haben sie dafür meistens einen Rabattcode auch noch. Und wenn der angewendet wird, dann bekommen sie eben einen Prozentsatz des Kaufpreises als Provision. Aber InfluencerInnen haben auch immer mehr eigene Produkte. Es gibt zum Beispiel unglaublich viele Kochbücher von Vanlife-InfluencerInnen. Jessie und Markus Diaries haben ein Kochbuch, Oscar the Explorer hat ein Kochbuch, The Film People hat ein Kochbuch. Und es gibt einfach generell so viele Bücher und Produkte von Vanlife-InfluencerInnen. Im Folgenden jetzt meine 5 Kritikpunkte an Hashtag Vanlife. Auf den sozialen Medien wirkt es als jagt ein Highlight das nächste. Gerade auf Instagram wird täglich gepostet und man denkt wirklich, cool, wunderschön, was die alles erleben. Bei Tour in a Van fällt mir das zum Beispiel auf, dass deren Feed einfach wunderschön ist. Die haben immer die krassesten Sonnenunter- und Aufgänge. Bei mir als Betrachterin entsteht aber hier das falsche Bild, dass die das täglich haben. Wenn man sich das mal aber genau überlegt, ist es wahrscheinlich eher so, dass sie sowas vielleicht 2-3 Mal die Woche maximal haben und dann eben ganz viele Bilder und Videos machen und die dann versetzt posten. Das ist natürlich an sich nicht verwerflich, aber trotzdem entsteht eben bei mir ein vollkommen falsches Bild von Vanlife. Ähnliches gilt natürlich auch für YouTube. Auf YouTube werden ja oft Wochenvlogs gepostet. Und dann denkt man halt so als Zuschauerin, ach cool, das ist ihre Woche, das machen die so den ganzen Tag. Dabei ist es natürlich gar nicht wirklich repräsentativ. The Film People haben zum Beispiel mal gesagt, dass sie eigentlich nur 3-4 Tage die Woche drehen und den Rest sind sie quasi dann mit Schnitt, Arbeit oder auch Freizeit beschäftigt. Bei mir als Zuschauerin kommt das aber nicht so ganz an und ich kenne das auch von mir persönlich. Wenn ich jetzt ein YouTube-Video gedreht habe, wenn ich mit dem Wohnmobil unterwegs war, habe ich mir natürlich auch, wenn ich was gedreht habe, oft was Schönes vorgenommen, damit ich natürlich auch was Schönes zeigen kann. Aber auch da ist wahrscheinlich bei einigen Leuten der Eindruck entstanden, na cool, die macht jeden Tag so coole Sachen, was halt überhaupt nicht gestimmt hat. Ich denke, man müsste den Zuschauern einfach mal öfter sichtbar machen, dass das immer nur Ausschnitte einer Realität sind, die man sieht und dass es nicht die Realität ist.
Bei Aussagen mancher Vanlife-Accounts muss man sich ja wirklich fast schämen, ein normales Leben zu führen. Es wird eben oft drüber gesprochen, das Hamsterrad zu verlassen oder den bösen 9-to-5-Job zu kündigen und endlich ein freies Leben zu führen und im Van zu wohnen. Auch ich habe schon öfter Nachrichten bekommen von Leuten, die mir geschrieben haben, hey Jana, ich bin voll unzufrieden mit meinem Leben, total unglücklich und ich möchte jetzt alles hinter mir lassen und in den Van ziehen. Wo ich dann immer schon so ein bisschen anfange zu zittern, weil ich mir denke, ja, aber das ist eigentlich gar nicht so gut. Wenn Vanlife für dich wie eine Flucht ist, dann hast du überhaupt nichts, zu was du zurückkehren kannst. Weil es kann nämlich passieren, dass du feststellst, hey, das ist gar nichts für mich. Und das Schlimmste, was dann passieren kann, ist ja, dass du wieder in dein altes Leben zurück musst. Und wenn du aber dein Leben an dem Punkt verlassen hast, wo du garantiert da nicht mehr zurück möchtest, dann ist Vanlife für dich halt so ein bisschen die einzigste Option und dann musst du ziemlich, ziemlich stark sein, wenn das in die Hose geht. Ich glaube einfach, dass solche Versprechungen total gefährlich sind, weil gerade Leute, die gerade emotional instabil sind oder in einer schwierigen Lebenssituation, fühlen sich da total angesprochen und möchten das machen. Aber es ist eben total gefährlich, einer Person, die gerade nicht die Sicherheit und vielleicht auch das Selbstbewusstsein hat, was man für Vanlife einfach braucht, um gewisse Probleme zu lösen. Wenn man das gerade nicht hat, ist es vielleicht gerade nicht der richtige Moment. Ich glaube, man sollte Vanlife machen, wenn man sich gerade selbstbewusst fühlt und an einem guten Punkt losgeht und dass es eben nicht zu einer Flucht wird. Und gerade auch dieses, man muss seinen 9-to-5-Job hinter sich lassen. Hey, für viele Leute ist es die absolute Freiheit, einen Feierabend zu haben. Als selbstständige Person hast du nie wirklich Feierabend. Ich finde es total schwierig abzuschalten. Ich habe damit wirklich meine Probleme. Es hat durchaus einen Grund, dass die Mehrheit der Bevölkerung 9-to-5-Jobs hat, weil das für viele einfach das Richtige ist. Ich habe hier ein ganz schönes Zitat von Marc Stößer. Der hat den Blog whatabus.de und er sagt, unsere Mission ist es nicht, Leute von diesem Lifestyle zu überzeugen und sie zu beraten, wie man am besten das spießige Leben hinter sich lässt und in den Van einzieht. Nein, wir wollen, dass ihr zum Campen geht und möglichst viele Länder mit dem Wohnmobil bereist. Vielleicht auch solche, auf die ihr erstmal gar nicht kommen würdet oder vor denen ihr erstmal zurückschreckt. Diese Einstellung kann ich wirklich absolut unterschreiben und da eigentlich auch jetzt zu dem Punkt nichts mehr hinzufügen. Vanlife wird total oft mit Minimalismus in Verbindung gebracht und man reist ja so minimalistisch durch die Gegend, man hat so wenig Besitz, man muss sich um nichts kümmern. Das stimmt einfach nicht. Wenn du wirklich einfach und minimalistisch reisen willst, dann solltest du vielleicht Backpacken gehen. Aber Wohnmobilreisen ist nicht minimalistisch. Du machst die gesamte Reise an einem riesigen, fehleranfälligen Gegenstand fest. Und das ist das Wohnmobil. Und auch wenn wir so von der Inneneinrichtung ausgehen, du hast in dem Wohnmobil wirklich so alles dabei. Du kannst total viel Zeug mitnehmen. Und ich bin hier alleine auf einem riesen Raum. Was ich alles dabei hatte, hatte nichts mit Minimalismus zu tun. Wenn ich mir so manche Van-Bilder im Internet anschaue, habe ich das Gefühl, dass deren 6 Quadratmeter besser ausgestattet sind als jedes 15 Quadratmeter WG-Zimmer. Viele Vanlife-InfluencerInnen geben den Eindruck, dass das Reisen im Van total nachhaltig ist. Ich zitiere jetzt Mari von Leise Reise. In einem Jahr in der Wohnung haben wir 1040 Kubikmeter Gas verbraucht. Dagegen haben wir in einem Jahr im Camper 7-11 Kilogramm Gasflaschen verbraucht. Das entspricht ungefähr 40 Kubikmeter. Das bedeutet, dass wir in unserer Wohnung einen 26 mal höheren Gasverbrauch hatten als im Camper. Auch der Wasserverbrauch im Camper ist natürlich deutlich geringer, weil man einfach weniger zur Verfügung hat. Und generell hat Mari damit auch vollkommen recht. Und ihr Blog Leise Reise ist auch ein großer Tipp, wer sich für Nachhaltigkeit auf Reisen interessiert. Trotzdem bleibt das Reisen im Auto halt einem Reisen im Auto. Und darüber wird meiner Meinung nach einfach viel zu wenig gesprochen. Ich habe hier in meiner Bachelorarbeit, die ja das gleiche Thema hatte, auch so ein paar Einzelbeispiele aufgeführt und so ein paar Leute ein bisschen geroastet. Aber darum geht es mir eigentlich jetzt gerade an dem Punkt auch gar nicht. Es geht mir eher ums große Ganze und nicht um Einzelpersonen. Und weil ich jetzt hier niemanden auf den Fuß treten möchte, habe ich beschlossen, mich jetzt selber zu roasten. Also ich bin jetzt das Beispiel. Jana vom YouTube-Kanal Rosagold macht in ihrem gesamten Erscheinungsbild eigentlich den Eindruck, dass sie eine total naturverbundene Person ist. Sie ist gerne draußen, sie lebt vegetarisch und sie macht zum Beispiel auch Werbung für biologisch abbaubare Seife. Das ist total löblich, aber im Vergleich zu ihrem riesen Dieselauto ist natürlich eine biologische Seife eine Lösung für ein recht kleines Problem. Über ihr Auto hingegen wird gar nicht so viel gesprochen. Und damit ist sie kein Einzelfall. Auch andere InfluencerInnen reden ganz, ganz viel über Nachhaltigkeit, aber gefühlt an der falschen Stelle. Und viele dieser grünen Influencer sind in richtig alten Autos unterwegs, die eine Menge Öl fressen und ganz viel Schadstoffe ausstoßen. An der Stelle möchte ich noch anmerken, dass ich Nachhaltigkeit in Vanlife nicht per se ausschließen muss. Aber man muss einfach mehr drüber reden.
Spürbar wird die zunehmende Zahl der Vanlife-Fans nicht nur auf den Straßen in Form von mehr Autos und Campern, sondern man merkt es auch zum Beispiel im Supermarkt, im Geschenkeladen, im Buchladen, weil es eben immer mehr Produkte gibt, die mit dem Thema Vanlife zu tun haben. Passend zur neuen Trendentwicklung gibt es zum Beispiel Schlüsselanhänger oder Spardosen in Camperform. Und die bekannten Vanlife-Accounts auf Instagram und YouTube profitieren natürlich auch von dieser Vanlife-Popularität und machen da auch mit und bringen eben auch eigene Produkte auf den Markt, was ja an sich auch nicht verwerflich ist. Trotzdem widerspricht dieser Materialismus und die Fülle davon absolut dem Grundgedanken von Vanlife und dem sich loslösen von Dingen und frei fühlen und so weiter. In meinem Online-Shop verkaufe ich Rückspiegelanhänger, was natürlich marketingtechnisch total clever ist, weil es natürlich gut zusammenpasst. Mir hat meine Kundin Folgendes geschrieben. Ich freue mich so über den Rückspiegelanhänger. Ich habe so das Gefühl, ich habe ein Stück Vanlife, obwohl ich gar keinen Van habe. Ich war, um ehrlich zu sein, ein bisschen schockiert nach diesem Kommentar, weil ich was geschafft habe, was wirklich so die Königsklasse des Kapitalismus ist, was ich so nie gewollt habe. Ich habe nicht nur ein Produkt verkauft, sondern ich habe mehr verkauft als ein Produkt. Ich habe ein Gefühl verkauft. In dem Fall eine Sehnsucht. Was mir jetzt halt so versehentlich passiert, es wird in der Wirtschaftswelt halt bewusst herausgekitzelt. Es werden eben Produkte auch von Vanlife-InfluencerInnen eben verkauft und beworben über das beliebte Vanlife-Image. Und da werden auch die positiven Gefühle gleich mitverkauft. Vanlife wird verbunden mit Abenteuer, Spaß, Freiheit. Das sind Attribute, die für viele Produkte gut ankommen. So habe ich zum Beispiel letzt im Kühlregal vegane Fleischbällchen gefunden, wo mich so ein kleiner Sticker darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich mit dem Erwerb dieses Produkts auch die Chance habe, einen Campingurlaub zu gewinnen. Nach meiner Einschätzung hat der Vanlife-Trend seinen Zenit hinter sich. Die Fahrzeugpreise sind in die Höhe gegangen, aktuell sind die Spritpreise auch sehr hoch. Ich kenne persönlich viele Leute, die dieses Jahr nicht zum Überwintern in den Süden fahren, obwohl sie das oft gemacht haben, einfach weil ihnen die Kosten zu hoch sind. Vanlife ist außerdem auch nicht mehr so frei und unkompliziert. Portugal zum Beispiel hat ja das Freistehen komplett verboten, wie auch im kompletten Süden, also auch in Spanien, die ganzen Campingplätze total ausgebucht waren letztes Jahr. Es war wirklich schwierig, was zu finden. Und ich habe öfter mitbekommen an der Costa del Sol, was eben auch so ein Hotspot ist für Camper, dass sich wirklich Camperreisende Ferienwohnungen gemietet haben, weil die günstiger waren und halt auch verfügbarer als Campingplätze. Der letzte Winter hat bei vielen einfach einen faden Beigeschmack hinterlassen, weil da einfach vieles überfüllt und unangenehm war. Zudem beschäftigt die jüngere Generation die Klimakrise. Autofahren ist nicht mehr so interessant. Ich habe viele Leute im Freundeskreis, die sich nie einfach aus Prinzip so ein großes Auto kaufen würden. Und ich glaube, an der Stelle wird das Interesse in den nächsten Jahren einfach auch ein bisschen ausdünnen, weil einfach nicht so viele nachkommen. Aktuell beobachte ich außerdem eine kleine Gegenbewegung in der Vanlife-Blase. Ein Teil davon hat nämlich keinen Bock mehr auf dieses Wettrüsten und diese Luxusfahrzeuge, wo eigentlich gar kein Platz mehr für Spontanität und Abenteuer ist. Und diese Leute gehen jetzt wieder mit spartanischer Ausrüstung auf Reisen, um eben das größtmöglichste Abenteuer zu erleben. Also fast schon Camping könnte man das nennen. Der Hashtag Vanlife verkörpert für mich mittlerweile was, was ich so nicht mehr mittragen möchte. Das ist zum einen eben diese falschen Freiheitsversprechungen oder auch die allgemein sehr geschönte Darstellung. Ein kluger Mensch hat mal zu mir gesagt, wenn du ein System verändern möchtest, wenn du unzufrieden damit bist, macht es keinen Sinn, komplett auszusteigen und dem den Rücken zuzukehren, sondern dann musst du drin bleiben und aktiv was dagegen tun. Für mich persönlich ist es jetzt nicht die Lösung, das Wort Vanlife nicht mehr zu benutzen, sondern ich möchte mich eben kritisch zur aktuellen Darstellung äußern, was ich ja auch mit diesen Videos tue, und eine realistische Sichtweise auf diese Dinge bieten, die eben nicht in einer parallelen Traumwelt abspielen. So, das fühlt sich jetzt echt gut an, das mal alles gesagt zu haben. Für mich geht es jetzt erstmal in eine Vanlife-Pause. Ich bin erstmal durch mit dem Thema, weil ich dieses Jahr nicht mehr wegfahre und jetzt erstmal Tiny House angesagt ist. Und im Frühjahr geht es dann vielleicht wieder los, wenn ich Lust habe. Aber ja, danke erstmal soweit fürs Zuschauen und schreibt mir gerne eine Meinung dazu.